Wer sich unsere europäischen Positionen ansieht, der wird sehen, dass wir hier eine proeuropäische Haltung haben, aber auch eine Haltung haben, die sagt, wir wollen aktiv als kleines Land, aber trotzdem aktiv auf europäischer Ebene mitgestalten. Auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Und was die Flüchtlingsposition betrifft, so bin ich da sehr klar. Ich verfolge die Linie, die ich für richtig erachte, unabhängig davon, wie die Linie in anderen Ländern aussieht. Und da hat sich in den letzten Jahren ja auch vieles verändert. Vieles, für das ich vor einigen Jahren noch kritisiert wurde, ist heute eigentlich in vielen Staaten und auch auf europäischer Ebene durchaus eine mehrheitsfähige Position. Und ja, da gibt es immer wieder Verbündete und es gibt immer wieder auch Meinungsverschiedenheiten, sowohl mit Deutschland als auch mit den Visegrad-Staaten. Allein schon aufgrund unserer geografischen Lage, glaube ich, können wir in der Europäischen Union ein guter Brückenbauer sein. Mein Ziel ist es, dass wir eine Europäische Union schaffen, in der die Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten wieder weniger und nicht stetig mehr werden, denn das, glaube ich, entspricht dem europäischen Geist.